willkommen bei Marengilzer TV. Jetzt bin ich hier beim ZDF-Fernsehgarten und habe auch schon ein paar Kollegen getroffen, nämlich der Jörn ist hier, mit dem ich im Dschungel war, und Rolfe ist natürlich auch hier, und gegen den tanze ich ja. Und ich habe einen ganz süßen Tanzlehrer, mit dem ich gleich tanzen werde und meinen Tanz einstudieren werde. Und den möchte ich natürlich auch noch interviewen, und ich bin mächtig aufgeregt, weil es heißt Choreografie. Also wir machen irgendetwas ganz, ganz Besonderes. Aber ich habe vorher vielleicht noch ein bisschen Zeit zum Proben. Und jetzt muss ich auch schon gleich auf die Bühne. Ich habe gehört, die drängeln jetzt schon wieder. Andrea Kiewel, die wartet auf mich, und die Sendung geht gleich los. Tja, drückt mir die Daumen, dass alles wunderbar klappt. Und na, mal sehen, vielleicht gewinne ich ja das Turnier. Aber Rolf hat mir natürlich einiges voraus, weil er ja schon mal bei Let's Dance mitgemacht hat, während ich ja lediglich so ein bisschen Disco Fox und ein bisschen Walzer drauf habe. Also, wünscht mir Glück. Hey, hier wieder eine gemeinsame Aktion. Ja, mein neuer bester Freund. Yeah. Gleich geht's los. Oh, die ganzen Fans. Und ich gehe jetzt erstmal hinter unseren Tanzlehrern hier. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Bühne. Wow, hier ist eine Imbissbude. Aber jetzt keine Zeit für Currywurst. Ja, Warm-up und Tanzlehrer. Wir freuen uns drauf. Bitte bei der Herausforderung, denke ich. Ja. Das wird doch keine Herausforderung, wisst ihr, das wird ja reine Spaß. Ja, ein Riesenspaß natürlich. Mit einer klitzekleinen Herausforderung. Sitzen jetzt unsere beiden Tänzer. Wollt ihr euch mal bitte vorstellen? Darfst du? Ich bin Juana Nekiti, ich bin 27 Jahre alt. Ja, ich bin Profitänzerin, mache bei Let's Dance mit seit 4 Jahren, mache mir ganz, ganz viel Spaß. Und heute habe ich mit der Rolfe gewonnen! Wir haben zwei Kinder zusammen jetzt. Ja. Weil zwei du, Zwillinge. Weil du so sexy bist. Ja? Und ich so ein geiler Tänzer. Voilà, das ist alles, das passt. Genau, alles, also eine Frau kann ja auch nur wirklich gut tanzen, wenn sie einen Mann hat, der sie richtig gut führt. Genau, ja. Ja, und das hast du einfach. Oh, jetzt hast du ein Problem. Ja. Nein, unser Problem ist, dass ich zu viele Y-Chromosome habe, ja, und hingeführt habe. Ja, und dadurch hat es nicht richtig funktioniert. Ja, ja. Das ist in jeder normalen Lebenslage super. Aber beim Tanzen ist es manchmal. Ist das in normaler Lebenslage super? Ja, ich denke, wenn eine Frau dominant ist, so ein bisschen independent, ist das super. Das erklär mal anderen Männern auch. Ach so. Ja, okay. Ja, die rennen nämlich immer vor mir weg. Gut, also ich finde das ganz toll, und ihr seid ja auch noch ein Pärchen. Ihr seid verheiratet, oder? Wir sind verlobt. Verlobt. Wann wird geheiratet? Feiert. In der nächsten Zeit wird geheiratet. Feiert. In der nächsten Zeit? In der nächsten Zeit. Also, wir haben noch nicht, wir haben jetzt so viel um die Ohren, weil wir auch eine Tanzschule jetzt eröffnen in nächster Zeit. Wo? Und, in welcher Stadt? In Paderborn. Stadt? In Paderborn? Ja, da wohnen wir nicht. Da wohnen wir, ja. Mhm. Die Weltmetropole Paderborn. Und wahrscheinlich werden die eure Tanzschule stürmen, denn man kennt euch ja von Let's Dance, und dann will natürlich jeder so toll tanzen können wie ihr. Und diese Staffel seid ihr aber nicht dabei, oder? Doch. Ja, seid ihr auch dabei. Auf diese Staffel sind wir dabei gewesen, aber relativ kurz. Einmal ich mit der Cora Schumacher und Juana mit. Ich habe mit Ralf Bauer getanzt, der leider krank geworden ist. Eigentlich sind wir nicht ausgeschieden, aber doch nicht mehr dabei. Das war ein bisschen eine blöde Situation. Aber ihr seid auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder dabei.
ich hoffe ja, dass ich auch irgendwann mal dabei bin. Du bist ehrlich? Also dabei, ja? Los. Ja, unbedingt. Ich unbedingt bei Let's Dance mitmachen. Ich bewerbe mich jetzt hier schon mal für Let's Und Dance. Ich kann, ich kann wirklich bezeugen, dass die Frau Rhythmus im Blut hat, nur noch ihren eigenen. Ne? Ja, ich muss ihn noch ein bisschen zurücknehmen und muss mich noch ein bisschen bremsen. Schon wieder wartet ein neues Event auf mich, und zwar bin ich zur Sommerparty von Raffaello eingeladen. Und da muss ich mich allerdings noch ein bisschen zurecht machen und möchte euch jetzt zeigen, wie ich mich für den heutigen Abend schminke. Ja, so kann ich los, nicht? Smoky Eyes, Farfacet Haare. Ich bin übrigens in Weiß gekleidet, weil ich vorher noch zum Dîner de Blanc gehe. Das ist so ein Überraschungsdiner. Da kriegt man 2 Stunden vorher gesagt, wo das Ganze stattfindet. Und es ist dann ein Picknick unter freiem Himmel. Einzige Voraussetzung, um da mitmachen zu dürfen, ist, dass man etwas Weißes anhat. Jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück, damit ihr seht, für welches Outfit ich mich entschieden habe. Da kommt dann noch eine Jacke drüber, aber es kann ganz schön kühl werden. Jetzt bin ich hier bei Raffaello angekommen und und die Fotografen sind schon wieder mächtig aktiv. Neben mir steht Katrin Grubbel und wir haben unheimlich viel gemeinsam. Ja. Erstens so ganz nebenbei, wir sind Berlinerinnen. Wir leben in der Hauptstadt. Ja. Wir haben beide eine Modelkarriere. Du bist noch mittendrin, ich habe es hinter mir. Du könntest aber auch, wenn du noch wolltest. Ja, aber heutzutage bezahlen die so schlecht. Die Zeiten haben sich so geändert, dass ich da keine Lust mehr zu haben. Tut mir leid. Und du bist ja aber mehr auch jetzt in der Werbebranche. Ja. Den Spruch habe ich nicht geschafft. Ja, eigentlich war der Weg ja auch ein anderer. Ich bin ja, so wie du, vom Glücksrad irgendwann dann weg. Wir haben nämlich noch das Glücksrad gemeinsam. Genau. Ich habe sie angehimmelt. Sie hat mich belächelt. Nein! Ich habe so für dich die Daumen gedrückt, als du Miss Berlin wurdest. Und dann Miss Germany. Da war ich dran und ich habe gesagt, das ist so ein cooler Typ, ich finde die so hübsch, und immer für sie die Daumen gedrückt. Und dann war ich total froh, als sie das gewonnen hatte. Und als man dich dann genommen hat fürs Glück, habe ich gesagt, ja, das passt. Und dann haben wir noch was gemeinsam, und zwar bei In aller Freundschaft hast du auch mitgespielt. Ja, wir hatten den Drehtag, aber wir haben uns wenigstens in der Maske getroffen. Ja. Und es war schön, es war wie so nach Hause kommen. Ja, ein Lichtblick an einem fremden Set, weil es war nämlich damals mein erster Drehtag überhaupt für eine Serie vor der Kamera. Dein Einstieg in die Filmbranche. Genau, das war der Einstieg. Mit Marc. Egal. Ja, immer wieder begegnen wir uns und laufen wir uns über den Weg. Und Ach, das Schöne ist, dass der Rest der Welt sich verändert. Wir beide nicht. Wir beide bleiben gleich. Ja, so ungefähr. Ich bin 10 Kilo kräftiger geworden. Du nicht, du bist immer noch so super schlank, aber ich weiß auch den Trick. Während ich 2 Desserts gegessen habe, hat sie gesagt, nein, danke. Maren Gilzer TV. Ich freue mich natürlich, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet, und vergesst nicht, meinen Kanal zu buchen, damit ihr auch keine Folge verpasst. Tschüss!